Guten Morgen, Herr Django. Guten Morgen. Guten Morgen. Zum letzten Tag von unserer Themenreihe. Das außergewöhnliche Leben der Corrie ten Boom. Das ist wirklich eine wirklich inspirierende Frau und heute können wir viel von ihr lernen. Das konnten wir. Das waren ja richtig spannende Tage und heute hören wir auch noch mal was richtig Tolles. Ja, ich bin schon gespannt, Herr Lehrer. Oh, das kannst du sein, Berlin. Sag mal, hast du Lust, zum Anfang noch mal mit uns zu beten? Und dann habe ich ein cooles Spiel für uns alle mitgebracht. Yes, das machen wir. Ich bete zum Anfang. Danke, Jesus, für diesen neuen Morgen und für den neuen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass die Sonne heute aufgegangen ist und dass wir wieder City Light haben und ganz viel von dir lernen dürfen durch das Leben von Corrie ten Boom. Und danke, dass du da bist. Amen. 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 So, ich habe ein Spiel mitgebracht. Oh, und cool. Zwar kennt ihr vielleicht das Spiel Lehmann sagt. Mhm. Aber seht ihr hier einen Lehmann? Nein, natürlich nicht. Ich möchte nämlich dieses Spiel als Django sagt spielen. Ja. Deswegen, Kinder, macht euch mal bereit, setzt euch gut gerade hin, dass ihr jederzeit aufspringen könnt, weil ich werde gleich entweder euch Aufforderungen geben wie stellt euch hin, hinsetzen, und wenn ich das nur so sage, dann dürft ihr nicht reagieren. Das heißt, wenn ich sage stellt euch hin, müsst ihr sitzen bleiben, weil ich nicht davor gesagt habe, Django sagt. Jedes Mal, wenn ich Django sagt vor einer Aufforderung sage, dann müsst ihr machen, was ich sage. Und wenn nicht, dann am besten nichts machen. Genau, dann nicht bewegen. Okay, da muss man ja ganz gut hinhören. Da müsst ihr gut hinhören. Vor allem werde ich nachher probieren, auch ein bisschen schneller zu machen, um euch ein bisschen auszutricksen. Oh oh. Mal gucken, ob ihr das gut hinkriegt. Also, Django sagt, aufstellen oder aufstehen. Django sagt, hinsetzen. Beine überschlagen. Das war ein Trick. Django sagt, Beine überschlagen. Django sagt, beide Füße auf dem Boden. Klatschen. Klatschen. Hinstellen. Ah, fällt's nicht drauf rein. Django sagt, klatschen. Django sagt, hinstellen. Django sagt, drehen. Django sagt, hinsetzen. Wieder drehen. Oh, das war knapp. Django sagt, auf einem Bein hüpfen. Stopp. Django sagt, hinsetzen. Was ist das? Hinstellen. Django sagt, hinstellen. Jetzt aber. Django sagt, hinsetzen. Django sagt, hinstellen. Hinsetzen. Ah! Okay, ich muss sehen bleiben. Aber das hat doch schon mal richtig gut geklappt. Ja. Und ich denke, ihr Kinder habt das auch gut hingekriegt und seid jetzt richtig motiviert für den letzten Tag. Und ich würde sagen, als allererstes können wir doch mit den Liedern starten, oder? Das klingt richtig gut. Und danach geht's mit der letzten Geschichte weiter. Und ich bin ganz gespannt, wie es ja mit Corrie weiterging. Ich habe sogar gehört, dass es heute um ein ganz besonderes Ticket geht. Oh ja, stimmt. Da können wir uns drauf freuen, was die Nelly uns heute wieder mitgebracht hat. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir machen uns mal hier in die Startlöcher. Wir machen eine Laola-Welle und starten gleich direkt mit dem ersten Lied. Es geht los. Oh! Kommt von dir, mein Gott, komm von dir, mein Gott, kommt von dir an.
Koffer packen, alles dabei, ein Koffer, ja, der reicht mir. Cori nimmt sich den Koffer und rennt los, ab zum Flughafen. Ihr Flieger startet bald. Ihre Tickets im Gepäck geht sie zum Flughafenschalter. Die Bedienstete am Flughafenschalter, die Stewardess, die guckt sich die Tickets an. Da haben sie ja was vor. Taiwan, China, Amsterdam. Und was ist ihr Endziel? Mein Endziel ist der Himmel. Wie bitte? Der Himmel? Ach, Sie machen Scherze, ne? Nein, nein, ich meine das richtig ernst. Ich bin schon eine ältere Frau und ich weiß, irgendwann werde ich sterben und mein Ziel ist der Himmel. Und ich habe schon ein Ticket für in den Himmel. Jetzt war die Stewardess total verwirrt. Was ist los? Wie kann man ein Ticket in den Himmel haben? Und da kam schon ihr Reisebegleiter. Das war ein junger Chinese, das war der Außenbotschafter. Und er sagte, ich habe auch ein Ticket in den Himmel. Sie etwa nicht? Also jetzt, sagt sie, jetzt haben wir noch, ich mache 10 Minuten Pause. Bitte erklären Sie mir, was ein Ticket in den Himmel ist. Wollt ihr es auch wissen, Kinder? Cori hatte das Ticket in den Himmel. Sie kannte nämlich Jesus und sie erzählte der Stewardess ganz begeistert, was Jesus in ihrem Leben alles getan hatte und wie er ihr geholfen hat. Und das Wichtigste ist, dass er für mich gestorben ist. Und weil ich die Vergebung von Jesus in Anspruch genommen habe, habe ich ein Ticket in den Himmel. Und deswegen fliege ich jetzt auch noch zu ganz, ganz vielen Punkten und erzähle den Menschen, dass es ein Ticket in den Himmel gibt und wie sie das Ticket bekommen können. Ich bin für Gott unterwegs. Die Stewardess, die war etwas sprachlos. Sie schaute Cori an und die Freude von Cori war so echt, dass sie sie so ein bisschen ausfragte. Wer sind Sie überhaupt? Und dann erzählte Cori ihre Geschichte. Ihr kennt die Geschichte, ne? Cori hatte kein einfaches Leben. Sie hatte es richtig schwer. Sie hatte in Amsterdam, in ihrer Heimat, in Holland, hatten sie Juden geholfen, als sie verfolgt wurden. Die haben die in ihrem Geschäft versteckt. Und dafür ist sie schwer bestraft worden. Sie und ihre Schwester sind in ein Arbeitslager gekommen, wo es denen wirklich schlecht ging. Und trotz dieser Umstände erzählt Cori, dass sie ein wirklich tolles Leben hatte und dass sie Gott so oft erlebt hat und so viele Wunder. Ihr wisst das viel besser als ich, was Cori alles erlebt hat, weil ihr in den letzten Gottesdiensten ja ziemlich viel von ihr gehört habt. Und die Stewardess, die war sprachlos. Sie fragte sich, wie kann das sein, dass ein Mensch, der so viel schlimme Sachen erlebt hat, von seinem Leben erzählt, als wäre das Leben nur super gewesen. Vielleicht denkst du manchmal auch, in meinem Leben gibt es nichts Gutes. Ich kann überhaupt nichts Gutes über mein Leben erzählen. Und eigentlich ja, ich glaube an Gott und ich kenne Gott auch. Aber das kann doch nicht sein, wenn man mit Gott lebt, dass man so viele Schwierigkeiten erleben muss. Cori sagt, das sind nicht die Schwierigkeiten, die von Gott kommen, sondern es ist Gott, der in den Schwierigkeiten da ist. Das ist genauso auch bei dir. Wenn du Schwierigkeiten hast, die sind so oder so da, ob du Gott kennst oder nicht. Schwierigkeiten kommen immer im Leben. Das Gute ist, wenn du Jesus mit im Reisegepäck hast und dein Ticket in den Himmel hast, dann ist Jesus in den Schwierigkeiten mit dir. Der kann dir manchmal Ideen geben, wie in Schwierigkeiten die Situation vielleicht besser wird. Er kann Wunder tun, dass du in Schwierigkeiten etwas entdeckst, was ganz besonders ist. Zum Beispiel in dieser Corona-Zeit, das waren für euch bestimmt auch schwere Zeiten manchmal mit Schule, mit Lernen und dann durftet ihr nicht ins Schwimmbad und durftet dies nicht und dann denkt ihr euch, oh, wann ist das endlich rum? Und dann kommt Gott und dann schenkt er manchmal Tage mit ganz viel Sonnenschein, wo du rausgehen kannst, draußen in den Wald und spielen kannst und wo der dir die Sonne leuchten lässt. Bei Klassenarbeiten, da schenkt er dir auf einmal so einen Aha-Effekt, dass du das auf einmal vielleicht verstanden hast. Das macht Gott. Er macht nicht die Schwierigkeiten, er macht das Besondere in diesen Situationen. Und das hatte Cori erlebt und deswegen war sie so begeistert von Gott und erzählte es allen Menschen. Sie war schon sehr alt und reiste durch ganz viele Länder der Welt. In Gefängnisse ging sie rein, zu Menschen, die es richtig schwer hatten. Und einige Menschen sagten zu ihr, wie kannst du uns da was von Gott erzählen und dass das Leben schön ist? Du hast gut reden, du gehst gleich aus dem Gefängnis raus und bist frei. Und dann sagte Cori, wisst ihr was? Auch bei mir gab es Schwierigkeiten. Und gerade da habe ich erlebt, dass Gott Wunder tut, dass er bei mir ist und dass er mich stark macht. Und dann haben die Menschen ihr zugehört. Und ganz viele Menschen haben durch Cori ein Ticket in den Himmel bekommen.
Wenn du dein Ticket in den Himmel schon hast, dann wünsche ich dir, dass du das Ticket anderen von dem Ticket erzählst und ihnen anbietest, auch ein Ticket in den Himmel zu bekommen. Es gibt bestimmt so viele Menschen um dich herum, die Jesus noch nicht kennen, die traurig sind, die es vielleicht besonders schwer haben, weil sie gerade überhaupt nicht zurechtkommen. Aber du hast jemanden an deiner Seite, der dich stark macht. Erzähl den anderen davon und sag ihnen, wie sie auch stark sein werden. Dann wirst du ein guter Mitarbeiter für Gott. Du wirst unterwegs sein mit Gott und von Gott weitererzählen. Und du darfst dir sicher sein, dein Ticket in den Himmel, das steht. Tag 4 von der Themenreihe bei Corrie ten Boom. Und wir sind wieder dabei, um mit euch den Vers auswendig zu lernen. Matthias, wir haben ja ganz am Anfang, Kinder, könnt ihr euch noch daran erinnern, hier dieses kleine Schauspiel gemacht mit den Bewegungen. Ja, Matthias, du hattest ganz tolle Knieschmerzen, ne? Oh ja, hier oben. Genau, genau. Und jetzt wollen wir das nochmal gemeinsam lernen, den Vers, und die Bewegung nachmachen. Ich bin gespannt, ob ihr die Bewegung noch hinkriegt. Ich glaube aber schon. Also, wir starten mal in 3, 2, 1. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, und schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Sprüche 31, Vers 8. Sehr gut. Ich glaube, dass ihr das sehr gut hingekriegt habt. Und Matthias, was machen wir jetzt? Irgendwas müssen wir machen. Also ich würde sagen, wir erlauben immer nur einem Teil von euch, diesen Vers aufzusagen. Ein Teil darf nicht. Und okay. So, jetzt müssen wir uns nur überlegen, wer darf denn? Hast du schon eine Idee? Ja, ich könnte mal überlegen. Lass mal überlegen. Ich würde sagen, wer jetzt immer noch im Schlafanzug ist, ne, der darf den Vers aufsagen. Okay, dann machen wir das jetzt einmal. Okay. 1, 2, 3. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, und schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Sprüche 31, Vers 8. Sehr gut. Und hast du auch eine Idee? Ja, ich habe direkt eine. Ich wollte direkt losschießen. Mir schon. Ich würde sagen, jetzt darf jedes Kind mitreden, das gerne oder das von sich behauptet, richtig gut ausmalen zu können, also ohne groß über den Rand zu malen. Also, wir starten mal direkt. 1, 2, 3. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, und schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Sprüche 31, Vers 8. So, jetzt muss ich mir ja auch noch was überlegen. Lass mal überlegen. Okay, jetzt darf jeder mitsprechen, der heute noch vorhat, nach draußen zu gehen, so einen Ausflug zu machen oder irgendwas draußen zu unternehmen. Oh, das ist doch ein gutes Vorhaben. Oder? Ja. Also ich glaube, da können ganz viele Kinder mitreden. Genau, so, los geht's. Und? Also, hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, und schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Sprüche 31, Vers 8. Sehr gut. So, und ganz zuletzt dürfen alle Kinder mitreden, die gerne Schokolade essen. Wow. Da bin ich mal gespannt, wie viele das sind. Wir starten in 3, 2, 1. Hilf dem, der sich selbst nicht helfen kann, und schaffe denen Recht, die für sich alleine dastehen. Sprüche 31, Vers 8. So. Na, da hat doch bestimmt jeder mal mitsprechen dürfen, ja, oder? Bei den Sachen, auch. Oder? Ich glaube auch. Ich merke auch, so langsam sitzt der Vers schon ganz gut. Bei mir auch, ja. Ja, sehr gut. Dann wünschen wir euch noch viel Spaß, Kids. Servus, Kinder. Wir spielen jetzt wieder ein neues Spiel mit euch. Und zwar nennen wir dieses Spiel nicht Hau den Lukas, Hau die Bilder. Deswegen haben wir hier, Valine und ich, eine Fliegenklatsche. Und ihr hört gleich aus dem Hintergrund eine Stimme, die irgendeines dieser Bilder erwähnt. Und wer von uns beiden als erstes dieses Bild schlägt, kriegt einen Punkt. So, wollen wir loslegen? Jawohl! So, hier ist die Stimme aus dem Hintergrund. Und ich fange an mit dem ersten Bild, und zwar die Taschenlampe. Okay, zweites Bild. Schlafsack. 1-1, sehr gut. Nächstes Bild. Essen und Trinken. Das war Gleichstand, oder? Das war Gleichstand, oder? Dann kommt das nächste Bild. 2-2, oder? Ja, 2-2. Aber dann haut das nicht mehr hin. Der Kompass.
3-2 für Berlin. Nächstes Bild. Die Schuhe. 3-3. Nächstes Bild. Fernglas. 4-3 steht's, glaube ich. Ja. Dann das nächste Bild. Die Bibel. Das war der Koffer, Berlin. Okay. Notizbuch. Das war Berlin. T-Shirt. Oder Kleidung. Habt ihr gut gemacht. Hut. Schuhe. Teddybär. Schuhe. Koffer. Schlafsack. Ich glaube, jetzt haben wir alle, ne? Ein paar habe ich wiederholt. Ja. Ja. Okay. Was macht der Punktestand? Da sind wir wieder nach dem heißen und spannenden Spiel. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wer hat gewonnen. Es kann ja aber auch sein, dass ihr mitgezählt habt. Trommelwirbel. Und der Sieger ist... ich. Top. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 7-9, ne? 7-9 ist der Endstand. 7-9, nur um das nochmal klarzustellen. Ja, probiert es zu Hause aus. Ihr könnt die Bilder natürlich anders variieren und so. Genau. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Cool. Habt Spaß dran. Es war ein cooles Spiel und Kinder, mit diesem Spiel sind wir schon am Ende der Themenreihe über Corrie ten Boom. Und wir haben ganz viel gelernt aus ihrem Leben. Wir haben gelernt, Corrie hatte ein großes Herz dafür, sich für Juden einzusetzen. Und sie hat durch Gott total den Mut bekommen, das zu machen. Sie hat die Juden bei sich zu Hause versteckt und Gott hat sie durchgetragen durch diese Zeit. Und Gott hat ihr auch geholfen, als sie im Gefängnis war. Da wurde der Beweis vernichtet und sie hat keine schlimme Strafe bekommen. Und sogar als sie im Arbeitslager war, konnte sie ihre Bibel und noch andere coole Sachen mit reinschmuggeln und hat da die Zeit wirklich in der Zeit gemerkt, dass Gott bei ihr ist. Und grundsätzlich hat sie gelernt, sie kann Gott, von Gott erzählen. Sie kann im Arbeitslager von Gott erzählen und auch danach, als sie dann da befreit wurde, hat sie auf der ganzen Welt ihre Sachen gepackt und hat von Gott, von ihrem Gott und von den Wundern erzählt und hat selbst geschafft, dem Aufseher, der ja eigentlich gegen sie ist, im Arbeitslager zu vergeben. Und das wünsche ich euch, dass ihr das mitnehmen könnt, dass ihr euren Freunden erzählen könnt, was ihr Cooles mit Gott erlebt habt. Und vor allem, dass wir alle und du vor allem auch einen Blick dafür kriegen kannst, für die, die Hilfe brauchen, die alleine sind, so wie die Juden zum Beispiel. Und dass du Mut kriegst, dich für sie einzusetzen und sie stark zu machen. Also, damit wünschen wir dir eine richtig gute Woche und wir sehen uns wieder am Sonntag. Also, ciao Kinder! Bye!